Die großen Tiefen des Unterreichs liegen vor euch. Und als ihr euch an das gedämpfte Licht gewöhnt habt, beginnt ihr langsam zu begreifen, wo ihr euch befindet. Es ist das Reich zahlloser Legenden, wo hinter jedem Schatten das Böse lauert. Und obwohl ihr auf eurer Jagd nach Irenicus schon viel herumgekommen seid, fühlt ihr euch so isoliert wie noch nie. Wie düster eure Lage auch gewesen sein mag, nun hat es den Anschein, als werde sie noch ein wenig finsterer. Willkommen im Underdark. Licht 0, Hoffnung 0, Drow 100%. Oh, das ist das Unterreich. Ich will hier wieder weg, wirklich. Der Ort bedeutet für Angehörige meines Volkes den Tod. Mir ist, als müsste ich hier ersticken. Ja, kommt schon, Eri. Ihr habt gesagt, ihr werdet bereit, diesen Weg einzuschlagen, wenn wir mitkommen. Wenn ihr hier herumjammert, könnt ihr uns auch gleich verlassen. Eri, ihr müsst jetzt stark sein. Ich weiß, dass es ein grausamer Ort ist. Ja, ihr habt recht. Ich muss mich einfach dumm anhören. Euch wurde eure Seele gestohlen und ich jammer hier herum, bloß weil ich hier an diesem fürchterlichen Ort bin. Gut, dann lass uns gehen und tun, was getan werden muss. Ich werde mich unter Kontrolle halten. Ich flehe nur an, Talisa, mich nicht hier allein zu lassen. Ich würde verrückt werden. Tja. Willkommen im 5. Kapitel. Gut. Und damit sind wir im Unterreich. Wir haben die Unterwasserstadt hinter uns gelassen. Und an dieser Stelle wären wir auch gelandet, wenn wir das Portal benutzt hätten. Bo ist schon hamstermüde. So, gut. Der Geist. Quick Save. Oh, Keldorn hat ein Level Up. Das hätte ich mir denken können, weil wir ja Erfahrungspunkte durch das hier runterkommen gekriegt haben. Ja, 20.000. Meine Beine tun Habt ihr einen Plan? So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Zusätzliche Waffenfertigkeit. Ich bitte eine kleine Rast einlegen. ETW, 3 Trefferpunkte, 1 Sagenkunde. Ja, egal was ich ihm gebe, es ist alles blöd. Dann kriegt der Bastardschwerter. Gut. Dann noch mein Quick Save und jetzt wird endlich gerastet. Oh. Ihr kamt zu spät. Sagte ich euch nicht, dass ihr zu spät kommen würdet? Ihr werdet lernen, mir zu vertrauen. Wie kann Imoen da liegen und da stehen? Fürchtet euch nicht. Ihr seid hier sicher, wenn ihr euch benehmt. Ich werde euch zeigen, was die Leere füllt. Was jetzt frei ist. Ihr seid nicht Imoen. Sie sagte, sie hätte keine solchen Träume gehabt. Ich lauere gehabt. Hinter eurer Seele, im Innersten eures Seins. Ich bin das Einzige, was übrig bleibt, wenn Verstand und Vernunft fort sind. Ich werde euch zeigen, was ihr sein könnt, was ihr tun könnt, wenn ihr nur zulasst, dass ihr das werdet, was ihr seid. Nein, danke. Ich kann euch das alles zeigen, weil ich in euch bin. Ich bin das, was die Leere füllt. Ich bin ihr. Ja, nein, danke. Oh, ich zeige euch den richtigen Kampf. Kannst du aufhören, alle zu töten? Ihr werdet ein Geschenk erhalten. Es ist wertvoll und ihr solltet es besser zu schätzen wissen. Nein. Macht ihr euch vielleicht um eure Kameraden Sorgen? Lasst sie laufen, verlasst sie und werdet das, was ihr werden müsst. Nein. Euer Erbe enthält eine große Macht. Benutzt sie und ihr werdet dem näher kommen, was ihr seid. Was ihr sein könntet. Immer noch nein. Spürt, was in der Leere ist. Benutzt die Mittel, die euch gegeben sind. Werdet Teil von etwas Größerem. Ich bin ihr. Und ich weiß, was am besten ist.
Jedes Mal, wenn ihr es benutzt, jedes Mal, wenn ihr es akzeptiert, kommt ihr dem Bösen im Innern ein wenig näher. Vielleicht werdet ihr euch am Ende selbst verlieren, aber ihr werdet großzügiger belohnt werden, als ihr euch vorstellen könnt. Doch was zählt schon eine Ewigkeit des Nichts, wenn man alle, die einem im Wege stehen, ebenso schnell vernichten kann, wie einem das Zählen leicht fällt? Schaut her. Eins. Ja, Sarivok geht was aus. Bodhi nicht ganz so sehr. Und die Redikus auch nicht. Ja, Talisa kann sich nur in eine Schlechte verwandeln, wann immer sie will. Ja. Was passiert dann nochmal? Identive eures Wesens rührt sich ein durchaus vertrautes Böses, das mit Macht die Dunkelheit verlassen will. Es bietet Macht aber für einen Preis. Nehmt ihr das Angebot an und opfert einen Teil eurer selbst? Nein, ich lasse mich nicht einfangen. Ich werde nicht nachgeben. Keine große Herausforderung. Gut, und wenn wir nachgeben, ich habe das, glaube ich, noch nie ausprobiert gehabt. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Ja. Ja. Ruf der Gruppe verschlechtert sich um zwei dadurch. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Aber das wollen wir nicht. Gut. Wir können jetzt ein bisschen das Unterreich erkunden. Vorher aber... Aufspießer. Und Zepter. Zepter der herrschaftlichen Macht. Der Frieger kann das Zepter in jede der nachfolgenden beschriebenen drei Waffen verwandeln. Diese Waffen lassen sich jede Zeit zurückverwandeln. Streitkolben plus 2. Flammendes Langschwert. Minsk, verwandelt das mal. Zeig mir wohin und ich schlage zu. Streitkolben, ja. Ja? Na gut, viel kann ich damit nicht wirklich anfangen. Weil der... Eigentlich, naja. 2, 2W4. Da ist das Ding eigentlich fast schon besser. Ich helfe, wo immer ich kann. Schwerter statt Wörter. Ja, verwandle dich in einen Streitkolben. Wobei der bei Yahira dann noch besser aufgehoben wäre eigentlich, aber dann doch nicht. Ne? Was kann ich tun? Okay. Ich warte. Keine große Herausforderung. Okay.
Dann gehen wir jetzt mal hier den Weg lang. Und ja, man sieht schon, das Unterreich ist groß. Und voller Dürger. Kordenorindorf Samani. Ich verstehe kein Dürgisch. Olraxundertosona bla. Tut mir leid, aber ich kann eure Sprache nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob ihr Freund oder Feind seid, bewahrt oder distanziert. Ich werde meine ebenfalls bewahren. Sprecht mal normal, ihr tiefen bewohnenden Freaks. Ich habe keine Zeit für solchen Blödsinn. Nehmen wir die Eins. Gadultajage. Bo ärgert sich über seine Worte. Ich kenne die Sprache nicht, aber er beleidigt uns mit Sicherheit. Ahaha. Ihr müsst mir verzeihen, Leute. Es passiert nicht oft, dass wir hier unten Leute aus der Oberwelt begegnen. Ja, sehr selten. Sie leben nicht lange. Tja, in den Tiefen können unglückliche Sachen passieren, aber wir nehmen an solchen Ereignissen nicht teil. Ich bin Karlik, ein Händler sozusagen. Ich bin Talisa, ich suche nach ein paar anderen Leuten aus der Oberwelt, wie ihr es nennt. Tja, wie ihr wisst, bin ich neu hier. Wonach sollte ich suchen? Das ist mir egal, ich will nur die zwei Bastarde finden, deretwegen ich gekommen bin und dann wieder gehen. Nehmen wir mal das Erste. Ich habe hier nicht viele Fremde gesehen und ich unterhalte mich mit jedem. Nun ja, fast jedem. Diese beiden schauerlichen Typen waren wieder da, Karlik. Wisst ihr noch? Der Nackenbeißer und der Magier? Oh ja, die beiden. Schlechten Neuigkeiten würde ich wetten. Ich habe sie in der Nähe der Stadt Edwau gesehen. Müssen in komische Geschäfte verwickelt sein, diese Olmorg-Dunkelelfen lassen normalerweise Fremde nicht am Leben. Das sind die zwei, nach denen ich suche. Bodhi hinter ihnen, Nikosimus hinter ihnen her. Nun, danke für die Warnung, aber ich werde die Gelegenheit nutzen müssen. Ja nun, die Leute, mit denen ich zu tun habe, haben genug eigene Probleme. Nehmen wir mal die zwei. Tja, dann wünsche ich euch viel Glück. Obwohl es euch nicht gelingen wird, einfach in die Stadt Edwau hineinzumarschieren. Dieser Ort wird gewaltiger auf euren Kopf niedergehen als ein nicht abgestürzter Lagtunnel. Diese Entscheidung müssen Sie treffen, Finderling. Nicht nötig, sie noch mehr zu beunruhigen. Erkundigt euch, bevor ihr diesen Ort angreift. Könnte die bessere Vorgehensweise sein. Ah. Nun jedenfalls habe ich Waren zu verkaufen, wenn ihr daran interessiert seid. Suche immer nach neuen Leuten, um mit ihnen Geschäfte zu machen, egal welche Farbe eure Schatten hat. Ja, dann lass mal einen Blick drauf werfen. Kurzschwerter, Krummsäbel, sie haben nur Standardzeug zu verkaufen, größtenteils. Wir haben nur Standardzeug zu verkaufen. Aber hier kann ich solche Sachen zum Beispiel loswerden. Am besten alles, ich werde es nicht mehr brauchen. So, Bodhi und Renikos haben sich in das Unterreich geschlagen. Vielleicht haben sie mit den Drow eine sichere Durchreise ausgehandelt. Im Moment nichts, ich gehe. Du sagst, das ist nichts Neues. War ziemlich viel los die letzten Tage. Ihr kommt durch die anderen beiden ist ein schlechtes Zeichen. Ja, für alle außer mich. Ihr seid ein misstrauisches kleines Kerlchen. Was? Warum sagt ihr das? Instinkt. Außenstehende verursachen immer Ärger. Da gibt es nichts mehr zu sagen. Ich mache keinen Ärger. Ich versuche nur, ihn aufzuspüren und dann setze ich die Stiefel ab, setze Gerechtigkeit ein. Fragt Bo. Vergebt mir, ich habe mich anscheinend geirrt. Ich an eurer Stelle wäre hier vorsichtig. Viele Gefahren an jeder Ecke. Ihr könnt euch freuen, wenn ihr überlebt. Ich selber bin hier kürzlich dem Tod begegnet. Nicht mal die Mächtigen können ihm entgehen. Wovon sprecht ihr? Wer ist gestorben? Ja, ja, Horrors sind an jeder Ecke. Ich bin mir sicher, dass ihr dutzende Geschichten und Lügen kennt. Also ihr selber könnt es bald viel deutlicher sehen, wenn ihr nicht aufhört zu versuchen, mir Angst einzujagen. Nehmen wir die Eins. Keine wirklichen Geheimnisse für die, die hier regelmäßig reisen. Ein Eindringling, der von jemandem, den er verärgert hat, das bekommen hat, was er verdient. Naja, es ist wohl nicht tödlich ausgegangen, aber es war ein beeindruckender Kampf. Ich weiß nicht, wer der Angreifer war, aber ich weiß, wer verloren hat. Und wer war das? Ein mächtiger Magier, da bin ich mir, wie ich sicher, wenn er auch am Ende nicht mächtig genug war. Auch wirklich schade, er wollte wohl irgendein altes Artefakt oder sowas ausgraben. Und der Lohn für seine Bemühungen steht immer noch als der Tod, wenn er auch durchaus gewillt schien zu teilen. Gefangen genommen, auf magische Weise eingeschlossen in einer Höhle, nördlich von hier, wirklich schade. Wonach hat er gesucht? Wer hat ihn angegriffen?
Das müsst ihr ihn selber fragen. Ich weiß nur, dass ich bereits gesagt habe. Tut mir leid. Ja, ein Bürger im Unterreich hat mir von einem Magier erzählt, der während einer Schlacht magisch eingekerkert wurde. Der Magier wollte einen Schatzhort oder irgendein Artefakt bergen, wurde aber angegriffen. Der Bürger meint, dass sich das in einer Höhle nördlich von seinem Standort zugetragen hat. Ein Freiheitszauber in den Höhlen des Unterreichs eingesetzt, würde den Magier sicher befreien. Hast du einen Freiheitszauber? Ja, nehmen wir mal einen mit. Danke. Und speichern hier auch mal. Das trifft sich nämlich gut. Das ist dann LP041. Speichern. Und dann gibt es hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.